So, zack, zack, zack. Reicht, glaube ich, wa? Das sollte reichen. Wow. Oh, Junge, what the fuck ist das? Die Mikrochips funktionieren nicht mehr. Kellys goldene Gans ist im Backofen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs Legion auf dem PC Folge 27. Hier wollen wir das mal stehen geblieben, jetzt direkt weiter, würde ich auch sagen. So, unser Ziel ist oben, das heißt, gehen wir mal direkt nach oben, gucken mal, ob wir da auch unentdeckt hinkommen. Komme ich nicht durch. Schade. Moment. Ja, aber das, Na, aber das. Nee. Kann man das schaffen? Wieder nicht so sicher, wie die sich das vorstellen. Ne. Ne. Oh. Boah. Ja. Mein Gott, sind wir. Ihr Profi, Alter. Cool, wenn wir da jetzt hinkommen würden. Könntest du dich freundlicherweise verdünnisieren? So. Zack. Zu spät. Bin drin. Diese Feeds kommen aus einem Geschoss unter dem Serverraum. Jemand Lust auf etwas seichte Unterhaltung? Das enthält einen Chemie-Cocktail. Botulinum, Konotoxin, Succinylcholin. Ich... spare mir die Einzelheiten, du würdest es ja eh nicht verstehen. Sagen wir mal, es hat viele Versuche gebraucht, bis der Mix gepasst hat. Es soll ja nicht zu schnell töten. Oder die Organe kontaminieren. Oh mein Gott, da implantieren sie die Mikrochips und testen sie. Bagley, speichere die Aufnahmen. Das geht alles in meine Untersuchungsakte. Und noch einer. Ich freue mich, dass sie auf Sterilität achten. Man will ja keine Infektion riskieren. Einer noch. Ein Problem stellen die starken Krämpfe dar, die die Mikrochips auslösen. Der Gedanke, die wertvolle Ware zu beschädigen, ist beunruhigend. Vor allem die Augen sind verwundbar. Erste Erkenntnisse sehen das mögliche Problem in der Mikroladung. Obwohl der Schaden am unteren Hirnstamm minimal ist, reicht sie aus, um in 34%... Es reicht, Bagley. Ich kann mir das nicht mehr ansehen. Für alle, die an dieser Operation beteiligt sind, ist in der Hölle ein Platz reserviert. Die ganzen Golden Goose-Daten und dieses Material. Dazu ihre Beteiligung an den Bombenanschlägen. Das muss doch ausreichen, um Mary aus dem Verkehr zu ziehen. Das hoffe ich. Aber jetzt sollten wir diese Scheiße hochjagen und die Mikrochips deaktivieren. Super. Besser, als du es verdient hast. Aber unsere Drohne ist nicht mehr da, ne? Nee, der Serverraum ist sowieso weiter unten. Los.
Okay. Ist schön. So, wie komme ich denn jetzt? Warte mal. Kann da nicht irgendwo rein? Die Frage, wie ich zu dem... Hier ist ja der Serverraum. Wir brauchen den Schlüssel halt. Der ist da, oder was? Geil. Das heißt, wir müssen ja dann doch wieder irgendwie rein. Mist. Probieren wir es wieder mit der Drohne. Ich bin da jetzt ran, Alter. Hier ist jemand. Augen aufhalten. Scheiß Roboter! Den schalten wir aus! Shit. Alles sauber! Da hinten geht's weiter! Wir wurden verwanzt! Findet das Ding! Ah komm, machen wir einen auf Kamikaze, hab ich Bock drauf. Jede Menge. Hier ist niemand. What? Schnappt euch die Pussy. Ja. Bond. Zu einem Spiel eingeladen. Ah. Okay. Was ist die Frage? Irgendwo da unten? Junge, du willst mir nicht echt erzählen, dass die Meldung da jetzt 5 Minuten ist. Mein Gott, was ist denn das hier jetzt? Komm mal dahin, Mann! Da gibt's keinen Weg. Oh lol. Das ist ja jetzt entbelastend, die ganze Zeit keine Kamera oder was. Sperrung hier. Ah, Digga, was? Da ist ja der Schlüssel, aber es gibt keinen Weg runter. Sei denn hier, das hier sagt, es gibt noch einen Weg. Ja, natürlich. Ach, das ist doch belastend. Warum gibt es nur
Ja, aber hier gibt es einen Weg runter. Bei dieser Tür, ja. Ach ja. Reicht ja. Natürlich wieder lost jetzt und will das alles selber machen. Kellys Operation stoppen. Jagen wir alles hoch. Will natürlich wieder alles selber machen, aber manchmal muss halt einfach der Bot her. Wird kein Weg dann vor. Oh mein Lieber. Ja gut, da muss ich natürlich jetzt selber dann noch wieder hin. Aber jetzt kriegen wir zumindest die Tür hier auf. Ist offen. Gut gemacht. Aber ich würde auch gern gucken, wie man denn hier hinkommt. Bin ich doch. Toll. Da ist auch die Treppe runter. Ja, geil, Alter. Schön. Lost. Oh, Dampfehler. Überlade die Server, um sie zu zerstören. Achso, ja, alles klar. Nun gut. Andere Ansicht wäre es natürlich gut. Ah ja. Okay, Moment. Ah ja, alles klar. So, zack, zack, zack. Reicht, glaube ich, wa? Das sollte reichen. Wow. Oh, Junge, what the fuck ist das? Die Mikrochips funktionieren nicht mehr. Kellys goldene Gans ist im Backofen. An deinem Humoralgorithmus sollte mal nachgebessert werden. Verlasse besser den Bereich, bevor dir dasselbe passiert, okay? Ich muss mir nur ganz kurz angucken. Ja, geil. Ciao. Wir haben genug, der Zeck. Ich gehe jetzt zu meiner Kontaktperson im Büro des Kronanwalts. Ich darf keine Zeit verlieren. Mary Kelly ist endlich erledigt. Danke. Enttäuschen Sie uns nicht, Caitlin. Okay, gut. Aber es ist noch nicht vorbei, bis wir alle mit Chips gerettet haben. Niemand außer uns kann ihnen helfen. Mary Kelly wird jeden Moment realisieren, dass ihre persönlichen Sklaven keine mehr sind, sondern eher potenzielle Zeugen. Wir sollten sie fassen, bevor sie die Zeugen zu Leichen macht. Das darf nicht passieren. Das macht Caitlin zwar einen Strich durch die Rechnung, aber wir müssen auch den letzten Leuten helfen, die von ihr bedroht werden. Die Festung der Kellys ist bei der Sandstone Residence. Ich habe es auf der Karte markiert. Ja? Wo? Hallo? Wo? Los. So, Mission abgeschlossen. Marktschließung. Schön. Mission gestartet. In Ungnade fallen. Du hast gar nichts markiert. Oh, den Wagen will ich haben. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Ganz in der Nähe, sehr schön. Du fährst so eine Karre, ja.
Das macht schon an, wenn die Performance nicht so naja wäre beim Fahren. Aber ich habe lieber bessere Grafik und wenn wir da durch die Gebäude gehen, dann geht es ja auch voll. Und daher sage ich einfach mal, es ist vollkommen in Ordnung. Ach, das Gebäude kennen wir ja schon. Ha! Da wissen wir ja sogar, wie wir reinkommen. Schön, ne? Mary wird vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste aufräumen. Und sie kontrolliert noch die Mikrochips in ihrer Nähe. Wir müssen sie im Sicherheitssystem deaktivieren, wenn nicht alle sterben sollen. Okay, verstanden. Jetzt wissen wir ja schon, wie es geht, Freunde. Ha. Wäre ja lustig, wenn wir jetzt wieder in den gleichen Raum gehen müssten, wie davor. Was ist denn der Mist? Scheiße, ich hab mich hier verflogen, Alter. Aber. Ah. Super. Aktiviere den Mikrochip-Kontrollmechanismus. Das kann ich aber nicht machen jetzt mit dem Ding, oder? Ach komm, jetzt geht das hier nicht, ja? Kann ich das mit einem Bot machen? Wenn ich in der Nähe einen rufe. Konnten wir den rufen? Bot. Oder? Nice. Also die Missionen sind und bleiben hier ein Rätsel. Ah ja. Zack, damit geht's. Schau mal. Jetzt braucht man den. Wenigstens sind die Chips deaktiviert. Mary hat sich in ihrem Büro unten eingeschlossen. Aber der Hauptrechner kann den Aufzug wieder einschalten. Oh, und es sind Wachen unterwegs, also versuch nicht zu sterben. Na toll. Was machen wir mit dem hier? Haha. Ah, wobei, der kann das wahrscheinlich wieder nicht, ne? Dem jetzt. Was auch immer das macht. Oh nee. Suche läuft. Wir finden die Person, die diese Spinne kontrolliert. Gut. Verdammt, Alter, ich komme ja gar nicht. Ich komme ja noch gar nicht ins Gebäude, ne? Na gut, aber wir können uns ja gleichzeitig auch Griff jetzt hier mit den Kameras verschaffen. Hi. Und lang genug, um zu wissen, wann man besser die Klappe hält. Wo war jetzt der Schlüssel?
So viele. Da ist der Schlüssel. Das ist natürlich nichts. Toll, wa? Brauchen diesen. Das ist meine Zeit nicht wert. Schlüssel. Ich hab schon wieder die Kamera nicht an. Was ist denn die Scheiße, Alter? Schissen. Wo ist die Drohne? Die zufällig noch irgendwo? Mist. Wir müssen halt erst den scheiß Schlüssel holen. Das bringt ja nichts. Erst den Schlüssel, dann kommen wir vorne rein und können alle platt machen. Ja. Schön. So wimmeln würde von Leuten. Egal. Ah. Ah. Schön, alles klar. Na dann. So ist, ich jetzt durch die Tür komme, kann es losgehen mit dem Aufräumen. Und damit würde ich auch sagen, war es das für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann hier los. Wir machen jeden fertig, der da drin ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.